Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen eins sagen, die Rahmenbedingungen, die passen hier aber sowas von. Zwei Mannschaften, beide motiviert. Wir gehen von einer ausverkauften Arena aus. Und das hat auch durchaus seinen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit. Sonnenschein, wunderbar, angenehme Temperaturen, kein Wölkchen zu sehen. Also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Auch wenn es um nicht viel geht, dieses Duell kann man sich immer anschauen. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau. Und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Damit sind wir im Spiel. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie ein Spieler wie Thomas Müller Situationen vorausahnt und schon Sekundenbruchteile vorher unterwegs ist, während der Abwehrspieler noch gar nicht weiß, was gespielt wird. Ja, ich denke, da muss ich dir recht geben. Campbell. Dreh steht einfach nach vorn. Raus auf die linke Bahn. Goretzka. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Ist das ein langer Ball? Kimmich. Lewandowski. Der muss sitzen, schießt ihn aufs Tor. Auf die Flanke. Der Ball kommt ins Zentrum. Gute Chance hier zu flanken. Clever gespielt. Süle. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Die Schussgasse ist die Möglichkeit. Goretzka. Kingsley Coman hat einiges zu bieten. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Physisch enorm präsent. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Sané verlagert das Spiel. Müller. Robert Lewandowski mit der Tormitte. Lewandowski. Überragende Aktion. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Andres und er trifft.
Tor der Partie. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Upamecano. Ganz simpel, einfach nach vorne. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit. RB Leipzig liegt hier kurz vor der Pause in Führung. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Er zieht durch. Zu unkontrolliert. Goretzka. Spielt den Ball nach rechts. Goretzka. Hier ist Coman. Goretzka. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Müller. Goretzka. Den muss er machen. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings im Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Ein Treffer trennt die beiden Mannschaften ein bisschen hin. Los geht's mit der zweiten Hälfte. RB Leipzig muss sich jetzt natürlich entscheiden. Nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Findet er ihn? Und weg das Ding. Müller. Hier ist Lewandowski. Lewandowski. Kingsley Coman. Ballkopf, ein Kopfball. Freistoß, FC Bayern. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Kimmich. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Freistoß, FC Bayern. Campbell muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ganz schön dünnes Eis für ihn. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du die Karte. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Und der prallt von der Latte ab. Kummer! Genau so müssen sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. 100%ige Zustimmung meinerseits.
Leimer. Mit dem guten Ball da auf den Flügel. Kommt der an? Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Coman. Upamecano. Pavard. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können? Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Er könnte es von hier aus direkt probieren. Und wieder eine Riesenchance für sie. Aus der Entfernung ans Aluminium. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Da kommt der Ball. Stichwort Befreiungsschlag. Ab auf die Flanke. Das sieht gut aus. Spielt ihn lang. Versucht ihn da zu klären. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Langer Ball auf den Flügel. Ui, das ist eine Chance. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Der Gnabry mit der Flanke. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Super, öffnender Pass. Also Sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen Sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Ausgezeichnete Reflexe, das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Gnabry, Goretzka. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Und sie bekommen hier den Freistoß, vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Kein Durchkommen. Sie haben vielleicht nicht schön gespielt, aber sie